Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Wir werden es jetzt noch einmal probieren. Als erstes brauchen wir Hilfsmittel. Ein paar Stimpaks und ein paar Red Rays einwerfen. So. Wir werden diesen Moloch-König jetzt vernichten. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun... Wir müssen eigentlich nur eins, zwei von diesen Atombomben auf ihn raufwerfen. Ja, jetzt los. Lauf, lauf, lauf. Und jetzt wechseln wir. Und dann nehmen wir jetzt nochmal ein Stimpack ein. Wechseln die Waffe zum Minigun. Knallen einfach mal was drauf. Der ist fast tot. Komm schon, stirb! Stirb doch! Selbst dieser Milman lebt noch. Wo Preston steckt. Müssen wir jetzt diese ganzen Eier vernichten. Aber wir haben es geschafft, das ist doch wunderbar. Zwei Atombomben und fast 1000 Schuss von der Minigun haben es dann doch gerissen.
wo auch immer Preston ist, ne? So, wo jetzt noch? Hier wieder nach oben angeblich. Leuchten am Moll. Ja, nein, nein, nein. Wenn ich jetzt sterbe, drehe ich mich. Die Idee drehe ich durch. Das heißt, das erste, was ich jetzt tue. Nochmal speichern. War's das? Alter, der haut mich aber auch fast tot. Alter! Gut, dass ich gespeichert habe. Das hätte ich mich jetzt aber auch derbst aufgeregt. Okay. Das war noch nicht ganz so gut, aber es wird allmählich. Es wird, wir werden dieses Ding reinigen. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. So. So, jetzt haben wir gleich die Minigun. Müssen wir die Minigun halt auch brauchen. Scheiße. Er ist mutiert. Ist das sein Ernst?
soll man sowas tot kriegen? Es ist so anstrengend, das gibt es glaube ich. Ah, jetzt aber, jetzt haben wir dich. Leuchtendes Stück. Scheiße. So. Flink 10 Meter minus. Kann schneller Bewegung beim 10. Okay. Nehmen wir mit. Meine Güte. Haben wir das jetzt allmählich mal hier? Der hat keinen Arm mehr. Alles wird hier gefressen. Weil ich immer noch verpressed ist. Für die Freiheit vernichtet die Gelege. Angeblich ist hier eins noch. Täusche ich mich da jetzt? Täusche ich mich da jetzt? Hey, wo soll denn hier noch ein Gelege sein? Denn jetzt hin? Da. Treffen wir mit im Hof. Aha. Beamen wir uns mal eben hin. Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Warum ich jetzt da hinten hin soll, das... ein bisschen komisch. Wenn das Spiel jetzt kaputt ist, ne? Aus irgendeinem Grund. Dann weiß ich auch nicht. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal laden. Weiter vorher, bevor wir da reingelaufen sind. Und dann werde ich das erst später machen. Ich noch stärker bin, so Level 30 vielleicht. Wenn das jetzt nicht funktionieren sollte. Aktiviere den Radiosender. Ja, jetzt muss ich... lol. Jetzt sag bloß, ich muss jetzt... Muss ich hier wieder hin? Was ist denn das? Also, das Spiel hat auch einen kleinen Sockenschuss, ne? Muss ich da hinreisen, damit das aktiviert wird, um wieder zurückzureisen, um den Radiosender zu aktivieren. Und ich frage mich immer noch, wo der Typ hin ist. Der Preston. Also manchmal... das bringt mich das Spiel um meinen Verstand. So, das ist Preston auch. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sieh mal, was du machen kannst. Ich sehe mich mal um, was sonst noch hier übrig ist. Sobald ich das einschalte,
sind wir bereit zum Senden. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, ich will das doch. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Das erinnert uns daran, wofür wir kämpfen. Ja, und was? Ah, hier. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Niemand wird uns glauben, dass wir dieses Ding wirklich... Nett. Es ist nicht mehr genug Leute wert darauf, ihren Prozessor auf Vordermann zu halten. Aha, wir haben keine Energie. Wir benötigen 10 Energie. Energie. Dann bauen wir 2 davon. Einfach mal eben ein hier hin. Aber bauen wir den einfach hier hin. Bauen. Und bauen. Jetzt hätte ich gerne Stromleitungen. Energie sonstiges. Aktive Lautsprecher, was ist das? Leuchtkasten, Terminals. Energielicht. Genau, also bauen das. Wie ging das noch? Wie konnte ich denn jetzt Stromleitungen bauen? Gierstecker. Ah, hier ist Space. So, mal gucken, ob das ausreicht. Haben wir es geschafft. Als das Ding aus dem Wasser kam, dachte ich, wir wären alle erledigt. Ja, ich auch. Ich auch. Es war einfach schrecklich. Wow, wir haben es wirklich geschafft. Ich habe so lange zusehen müssen, wie es mit dem Minuteman bergab ging. Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt müssen wir zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Wir müssen das Commonwealth einen und dieses Mal muss es halten. Also dann, zurück an die Arbeit. Doch jetzt, da Radio Freedom sendet, können wir überall und jederzeit die Leute warnen. Das ist schön. Für die Freiheit abgeschlossen. Ich habe noch was, um das du dich da kümmern könntest. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Wow! Wir haben es wirklich geschafft. Ich habe so lange zusehen müssen, wie es mit dem Minuteman bergab ging. Das ist wirklich was Besonderes.
Hey. Wow, wir haben es wirklich geschafft. Ja, das so hatten lange wir schon. Sehen müssen, wie es mit dem Minutemen bergab ging. Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt müssen wir... Also da, zurück an die Arbeit. Doch jetzt da. Was mir dabei gerade einfällt, ich hab noch was, um dass du dich... Eine Gruppe Ghule hat. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen. Also sieh mal, was du tun kannst. Eines ich hoffe, die Sendung hilft dir. Alles wieder in Ordnung bringen. Und dann wird es besser als je zuvor sein. So. Irgendwann müssen wir das hier mal ausbauen. Aber es hat mir auch schon wieder so viel Nerven gekostet, man glaubt es nicht. Ich will nur ein bisschen handeln. Aber halt ein Sender mit Strom versorgen, bevor ich wieder auf Sendung gehen kann. Ich frage mich, was hier drin ist. Hier irgendwie rein? Kann man das hier irgendwie aufmachen? Ich glaube nicht. Na gut. Ich glaube nicht. Also wir haben das hier doch nochmal irgendwie geschafft. Wie wir das geschafft haben, da bin ich mir noch nicht sicher. Wiedersehen macht Freude. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal als nächstes Wiedersehen macht Freude und reden mal mit Piper. Ruf nach Diamond City. Und dann ist das auch schon wieder genug für einen Tag. Ich glaube gar nicht, wie viele Versuche ich noch gebraucht habe, um dieses Ding überhaupt zu töten. Ich habe alles mögliche versucht. Aber der beste Weg war dann doch Atomwaffen und das Ding. Ich habe dieses andere Ding gar nicht gefunden gehabt. Ich habe immer nur versucht, das große Vieh zu töten. Das kleine hat mich ja noch viel mehr aufgeregt am Ende. Dann gehen wir mal zu Piper. Sieh einer an. Nikki Valentine kommt zur Abwechslung mal zu mir ins Büro. Was soll ich sagen, Piper? Du, ich und mächtig Ärger gehören wohl zusammen wie saurer Regen und eine rostige Regenrinne. Schließt das, deine Begleitung hier mit ein? Ihr zwei wollt mich also bei eurem Fall mit an Bord holen. Worum geht's denn eigentlich? Wo soll ich anfangen? Als ich herausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt. Und wie man reinkommt. Genau. Aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Er ist tot. Spielt sowieso keine Rolle. Er ist tot. Ja, war mir von Anfang an klar, dass er nicht still und leise verschwinden würde. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Er hätte nichts ausgespuckt, auch wenn wir ihn lebend geschnappt hätten. Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann,
Dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Ich hoffe, du hast recht, Nick. Mal sehen. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Also, ich glaube, ich habe da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nur machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Lass uns zusammenreisen, Nick. Gut, dann los. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Ja, genau. Da wollen wir doch mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Auch gute Leute machen verrückte Sachen, wenn sie Angst haben. Als nächstes müssen wir... Müssen wir dahin? So, das wäre ja auch fast da. Das heißt, nächste Folge werden wir mal mit dem Doktor Dadari oder wie die hieß sprechen. Und vielleicht werden wir auch irgendwann mal Sean finden. Unseren kleinen Sohn, der jetzt ja schon 10 Jahre alt sein soll. Das heißt, wir haben mindestens 10 weitere Jahre geschlafen. Die meisten Läden sind tagsüber geöffnet und nachts geschlossen. Wenn du einen Nahkampfangriff aktiv blockst, kann der Angreifer zurückgeworfen werden, sodass seine Angriffe keinen Schaden verursachen. Na, lädt das heute normal oder eher nicht mehr? Ja. Sehr schön, sehr schön. Wir müssen hier lang. Wer? Was hören. Habe ich hier keine Waffen? Nichts gewesen. Was das? Wir spielen, kleiner Tja, Mensch. Wenn es nicht anders geht. Nein.
Okay, ihr wollt es ja nicht anders. So, wir haben nämlich schon wieder überzogen. Ich wollte doch nur noch bis zu dieser Tür kommen. Wo ist diese Tür? Da. Genau hier werden wir uns morgen wiedersehen. Dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht und tschüss, bis zum nächsten Mal.